Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video starten wir einen neuen Vlog und zwar haben sich einige von euch ein separates Video zur Matthew Corbett Reihe gewünscht und deswegen starten wir jetzt heute mal damit. Und im heutigen Vlog lese ich das Buch von Robert McCammon und zwar ist das ja der erste Band der Matthew Corbett Reihe und zwar Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal. Und in dieser Reihe geht es um Matthew Corbett, der ein Gerichtsdiener ist und um den Friedensrichter Isaac, die ja zusammen durchs Land reisen, bis sie dann in ein Dorf kommen, in dem eine Frau der Hexerei bezichtigt wird. Und Isaac und Matthew sollen der Frau dann den Prozess machen. Aber umso mehr sie in der Geschichte dieser Hexenanklage und auch in der Geschichte des Dorfs herumwühlen, merken sie, dass da noch andere Dinge ziemlich schief laufen oder dass ziemlich viele Geheimnisse da mit im Spiel sind. Also ich kenne die Reihe noch nicht, deswegen weiß ich auch noch nicht so genau, um was es geht. Ich werde euch da bald mehr dazu sagen können. Aber ja, es handelt sich hier um eine historische Mystery-Krimi-Reihe, denke ich. Der erste Band spielt 1699 und ich freue mich mega, das jetzt endlich zu beginnen. Und wenn ich das Buch fertig gelesen habe und das Video hier poste, dann wird es wahrscheinlich schon Oktober sein. Also in diesem Sinne, Happy Spooky Season, Freunde! Der Oktober ist endlich da! Und ja, ich werde mir jetzt nachher einen Tee machen und mich ganz gemütlich hinsetzen und in die Welt von Matthew Corbett eintauchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zum ersten Update zu Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal. Ich hoffe, das Licht ist im Moment okay. Es ist gerade Montagmorgen, kurz nach 8 und ich gehe gleich zur Arbeit. Aber ich wollte euch unbedingt vorher noch updaten. Aber es ist noch ein bisschen dunkel draußen. Ich hoffe, das ja, geht jetzt einfach so ungefähr. Ja, und zum Buch. Ich bin im Moment auf Seite 99 und ich wollte euch einfach mal kurz ein paar Dinge erzählen. Und ja, das Erste, das mir eigentlich so richtig aufgefallen ist, was mich auch positiv überrascht hat, obwohl ja eigentlich wäre es zu erwarten oder zu wünschen gewesen, denn das Buch spielt ja eher in einer historischen Zeit, 1699. Und zwar finde ich, dass die historischen, also die geschichtlichen Aspekte dieses Jahrhunderts oder dieses Jahrzehnts sehr gut aufgefasst sind in dem Buch. Also Amerika wurde ja erst so 200 Jahre vorher entdeckt und ich finde, es ist mega eindrücklich geschildert, wie halt das Dorf, also Fount Royal, eigentlich noch in seiner Aufbauphase steckt, also wie der Gründerherr, der Herr Bidwell heißt er, glaube ich, ja, wie der halt seinen Traum vom eigenen Land sich da verwirklichen will, denn er ist auch aus England zugereist und ja, er will halt ein Dorf, ein ganzes Imperium da erschaffen. Und ja, dann kommt da eine Frau, die als Hexe gebrandmarkt wirkt und ihm einfach dazwischen funkt und so die halbe Bevölkerung stirbt so ein bisschen dahin. Und ja, ich finde einfach dieser Aspekt von Amerika ist noch ein neues Land und das Dorf befindet sich noch im Aufbau. Ja, ich finde, das ist einfach mega gut dargestellt in dem Buch, auch wie sich die Leute damals gekleidet haben, wird sehr schön immer wieder beschrieben. Also vom historischen Aspekt her gefällt es mir mega gut bis jetzt. Und mal zu dem Protagonisten oder den beiden Protagonisten, zu Matthew und seinem Mentoren, dem Richter Isaac. Matthew ist ein junger Mann, er ist 20 oder Anfang 20 und ja, er ist Isaacs Gerichtsdiener, Gerichtshelfer.
und die beiden verbindet eine sehr spezielle Beziehung, denn Isaac ist auch Matthews Vormund. Matthew war ein Waisenkind, ist da im Waisenhaus aufgewachsen, bis ihn Isaac da eines Tages rausgeholt hat. Ja, Matthew ist ein sehr ruhiger, junger Mann. Ihm entgeht jedoch nichts. Also er ist sehr, er hat eine sehr starke Beobachtungsgabe. Er merkt irgendwie alles, auch so kleine Details, so wie die Leute ja, so sich ankleiden, sich verhalten. Er ist da sehr, also hat ein sehr gutes Auge fürs Detail, das ich denke, wird wahrscheinlich im Verlauf der Geschichte auch mal noch wichtig werden. Also ja, so viel mal zu den beiden. Sie sind ein sehr interessantes Gespann, aber so viel haben wir auch noch nicht von ihnen kennengelernt. Ich muss einfach sagen, dass bereits im, ja, auf den ersten paar Seiten kommen die beiden, also auf der Reise nach Fount Royal, kommen sie in ein Wirtshaus und müssen da eigentlich schon ihr Leben zum ersten Mal verteidigen. Also es beginnt recht rasant in einer sehr beklemmenden Stimmung, finde ich. Also gefällt mir mega gut bis jetzt. Und jetzt hier auf ja, Seite 99 wird auch die Hexe, also als sie da in Fount Royal angekommen sind, wird auch die Hexe so zum ersten Mal wirklich erwähnt. Gesehen haben wir sie noch nicht. Ja, aber jetzt beginnt langsam der Part, denke ich, mit der Hexe und ich bin mega gespannt, was passieren wird, wenn die beiden ihr dann mal gegenüberstehen und was es ja damit auf sich hat, dass die Leute sterben und ihr daran die Schuld geben. Also ich werde die nächsten Tage sicher weiterlesen, euch wieder updaten und ja, es bleibt spannend. Und willkommen zu einem neuen Update. Entschuldigt mein Aussehen, es ist morgen früh, ich bin noch nicht wach. Aber ich wollte euch trotzdem ein zweites Update zu Matthew Corbett geben. Und zwar bin ich im Moment auf Seite 299. Das letzte Mal war ja Seite 99. Also ich bin ein ganzes Stück weitergekommen. Und wir haben auch einiges mehr über Matthews Vergangenheit erfahren. Wie ich ja schon gesagt habe, Matthew war in einem Waisenhaus, das da am Anfang der Geschichte ganz kurz angerissen wurde. Und mittlerweile haben wir auch erfahren, warum er in dem Waisenhaus war, also wie seine Eltern verstorben sind, wie er die Zeit im Waisenhaus erlebt hat und wie dann halt Isaac kam und ihn da rausgeholt hat und ihn zu seinem ja, Helfer gemacht hat. Fand ich mega spannend, dass das ja, dass es auch so erklärt wurde und nochmal wir genaueres über Matthews Vergangenheit erfahren haben. Das Ganze ist ja eine weitergehende Reihe, also ich denke, also ich finde, dass es auf jeden Fall sehr wichtig war, weitere Hintergrundinfos zu Matthew zu bekommen. Ja, damit wir halt eine tiefere Beziehung zu dem Protagonisten aufbauen können und auch ja wahrscheinlich seine Charakterentwicklung mitverfolgen können, denn der Gute ist ja erst Anfang 20, also ist noch recht jung und ich vermute oder ich habe die Hoffnung, dass er im Verlauf der Reihe dann halt einiges an Charakterentwicklung durchmachen wird. Ja, wir haben auch einiges Neues zu Isaac erfahren, dem Richter, und zwar, er kam aus England, so wie fast alle anderen auch, die da ja jetzt in Amerika ins neue Land gereist sind. Isaacs Vergangenheit ist sehr verschwommen. Wir haben schon einige Anhaltspunkte gehabt, dass er vermutlich vor irgendetwas geflohen ist, das in England passiert ist. Denn Matthew beobachtet Isaac immer wieder, wie er Albträume hat in der Nacht. Aber immer wenn Matthew ihn darauf anspricht, kommt von Isaac eigentlich eine, ja, eine ziemliche Abweisung.
Und er sagt einfach nur, Matthew soll ihn nicht danach fragen, das geht ihm nichts an. Wieso auch immer, Isaac ist sozusagen eigentlich fast der Vater sozusagen von Matthew. Das rutscht Isaac tatsächlich auch einmal raus. Deswegen finde ich es umso spannender, dass Isaac sich irgendwie so vor Matthew verschließt und ihm nichts von seiner Vergangenheit erzählt. Ich hoffe, dass das irgendwann mal noch zur Sprache kommen wird in dem Buch oder in der Reihe dann, weil ich bin schon sehr gespannt, was der Isaac da zu verbergen hat, der alte Herr. dann die Hexe. Ich muss sagen, ich bin jetzt etwas über der Hälfte des Buchs und es ging tatsächlich bis fast zur Hälfte, bis wir eigentlich die Hexe kennengelernt haben. Also das Buch, ich gucke da mal ganz kurz nach, es hat etwas über 500 Seiten. Ja, es hat so 513 Seiten und ich glaube, wir mussten bis plus minus Seite 200 lesen, bis wir dann tatsächlich die Hexe kennengelernt haben. Was noch erstaunlich ist, denn es geht ja um die Hexe von Found Royal in dem Buch, also so wie es der Titel sagt. Aber eigentlich in der ersten Hälfte ist die Hexe gar nicht das Hauptmerk der Geschichte. Denn Matthew und Isaac, die kommen ja nach Found Royal und lernen da zuerst einmal die Dorfbewohner oder die Stadtbewohner kennen und die Dynamik, wie die Stadt aufgebaut wurde, wie da alles so ein bisschen funktioniert und was da in der Stadt halt alles schief geht. Im Zusammenhang mit den Dingen, die schief gehen, wird die Hexe immer wieder erwähnt, aber wir lernen sie sehr lange gar nicht kennen. Und ja, dann lernen wir die Gute kennen und ja, was soll ich sagen? Sie macht auf mich nicht den Eindruck der klassischen gefangenen Hexe, also im Sinne von sehr verwildert oder verwundet oder sehr verstört und redet wirres Zeug. Nein, die Hexe in diesem Buch ist überhaupt nicht so. Ihr Name ist Rachel und Rachel sitzt im Gefängnis und sie hat einen ziemlichen Starkkopf. Also sie hat sich eine Art mit der Situation abgefunden, dass sie halt im Gefängnis sitzt und auch für die Verbrechen, die ihr angehängt werden, wahrscheinlich brennen muss. Und an der Stelle, an der ich jetzt bin, ist Matthew durch eine blöde Situation, die ich nicht genauer erläutere, das müsst ihr selber lesen, auch zu ein paar Tagen Gefängnisaufenthalt verdonnert worden. Und er ist jetzt in der Nachbarszelle der Hexe und hat sich in ein Gespräch mit ihr vertieft. Und ja, ich hoffe, dass da jetzt im Verlauf der nächsten Zeiten einige wichtige Details noch ans Licht kommen werden. Wenn ich da fertig bin, werde ich euch am Schluss nochmal ein finales Update dazu geben. Dann sehen wir uns in für euch wahrscheinlich ein paar Sekunden wieder, für mich wahrscheinlich ein paar Tage. Ja, bis dann. Ciao. Herzlich willkommen zum letzten Update zu Matthew Corbett und die Hexe von Found Royal Band 1. Ich habe das Buch soeben zu Ende gelesen und hoffentlich sind die Lichtverhältnisse gerade okay, weil es wird draußen so langsam dunkel, aber irgendwie ist es noch zu hell, um das Licht anzumachen und dann wäre das Licht irgendwie noch schlimmer und ja, ich hoffe jetzt einfach, das geht einigermaßen in Ordnung. Und ja, ich habe das Buch soeben zu Ende gelesen und falls ihr meinen Lesemonat September gesehen habt. Ich habe das Buch ja da schon erwähnt, weil ich musste den Lesemonat am 28. September drehen und ich war eigentlich fast fertig, also ich hätte noch 2 Tage Zeit gehabt, um das Buch fertig zu lesen. Allerdings habe ich ja das Buch dann irgendwie eine Woche lang gar nicht zur Hand genommen und heute ist der 5. Oktober und ich habe den letzten Rest heute endlich noch fertig gelesen. Ja, deswegen kann ich euch jetzt noch etwas mehr darüber erzählen. Und was ich noch sagen muss, das Buch ist ja die Hexe von Found Royal Band 1 und im zweiten Band geht dann die Geschichte weiter. Also es hört eigentlich mit einem, ja, mit einem ziemlichen Cliffhanger auf, finde ich zumindest. Deswegen, ja, das Buch ist zwar ein ziemlich dicker Schunken, es hat etwa 520 Seiten, die Geschichte geht aber noch weiter, also das
müsst ihr euch vielleicht bewusst sein. Und ja, in dem letzten Rest, den ich noch gelesen habe, erfahren wir so einiges mehr über Isaacs Vergangenheit und auch, ja, warum er Matthew zu sich geholt hat und ja, was es mit seiner Vergangenheit in England auf sich hat. Und ja, ich fand es einfach mega spannend zu erfahren, wie Isaacs Hintergrund aussieht, wie er eigentlich zum Richter geworden ist, was ihn ja in seiner Jugend bewegt hat und was ihn halt auch dann dazu gebracht hat, Matthew zu adoptieren sozusagen. Ja, warum das geschehen ist, das erfahren wir auf den letzten Seiten des Buches auch noch. Und es hat mich mega gefreut, dass das da tatsächlich noch erwähnt wurde. Und auch über Matthew und ja, seinen Charakter erfahren wir doch noch mal einiges. Und ich muss sagen, Matthew ist Anfang 20 und der Junge, der hat echt was drauf. Also der hat so ein unglaubliches Auge für winzig kleine Details, die er irgendwo bemerkt. Also er ist schon fast ein Detektiv, würde ich sagen. Und ja, sein gutes Auge für winzige Details, das wird noch sehr wichtig in dem Buch. Und ich vermute auch in der weiteren Reihe noch. Also ja, Matthews Charakter finde ich mega toll. Zu Beginn war er so der ruhige, zurückhaltende, ja, Diener halt von Isaac. Während der Geschichte hat er sich dann allerdings zu einem recht, wie soll ich sagen, aufmüpfigen und ruhelosen jungen Mann entwickelt, der halt alles daran setzen möchte, der Hexe einen richtigen Prozess zu machen und nicht einfach zu sagen, ja okay, es sind ein paar blöde Sachen passiert, die Hexe ist schuld, wir hängen sie. Sondern er ist überzeugt, dass da mehr Substanz an der ganzen Sache daran ist und dass auch das ganze Dorf, also die ganze Stadt von Troy irgendwie in dem Komplott mit der Hexe mit drin verstrickt ist. Und er gibt einfach nicht auf, er will ja wissen, was da passiert ist, wie jeder einzelne der Dorfbewohner da drin zusammenhängt, denn so wie es aussieht, haben einfach alle etwas zu verbergen. Und ja, Matthew ist gewillt, dem Ganzen nachzugehen und ich finde es einfach mega cool, dass er nicht loslässt, auch als dann Isaac irgendwann zu dem Punkt kommt, wo er keine Lust mehr hat und einfach sagt, ja, die Hexe ist schuldig und Matthew steht dann einfach auf und sagt, nein, ist sie nicht. Und ich will das beweisen. Ja, das Buch hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es ist nicht so, ja, nicht so mysteriös, also nicht so mystery-mäßig, wie ich zu Beginn gedacht hätte. Es ist wirklich einfach ein historischer Krimi. Und gerade auch der historische Aspekt, wie ich glaube auch schon in einem vorherigen Update gesagt habe, finde ich mega gut angesprochen in dem Buch. Also es spielt ja in den Carolina-Kolonien 1699 und einfach das ganze Thema, dass Amerika noch ein junges Land ist und die Wilden, wie sie genannt werden, also die Ureinwohner, wie die vertrieben werden und dass die Weißen jetzt halt denen das Land wegnehmen und sich eine eigene Kolonie aufbauen wollen und das Ganze, dass es halt einfach noch so frisch ist und irgendwie noch so im Aufbau besteht und diese ganze Stimmung, die kommt mega gut rüber in dem Buch. Auch sprachlich fand ich es mega toll. Der Autor Robert McCammon hat eine sehr dichte, spannende Erzählweise und mich konnte er mega mit dem Buch abholen. Ich muss sagen, ganz am Schluss zu dem Buch, also wirklich auf den letzten paar Seiten, ist etwas extrem Hässliches passiert. Also da hat es mir wirklich kurz die Sprache verschlagen und auf das hätte ich sehr gut verzichten können. Also ich sage jetzt nicht, was passiert ist, aber es hat was mit dem Missbrauch von Tieren zu tun. Mega ekelhaft, auf das, ja, hätte ich verzichten können, aber ich vermute, dass diese kleine Episode zum Schluss des Buches im weiteren Band, also im zweiten Teil von Funjoy, wahrscheinlich noch sehr wichtig sein wird. Deswegen bin ich gespannt, wieso der Autor das da eingebaut hat und wie das da weitergehen wird mit der Hexe. Ich bin gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Ich werde die Geschichte auf jeden Fall weiterlesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Es konnte mich sehr gut fesseln und unterhalten. Und ich freue mich auch total, die Reihe weiterzulesen und ja, Matthew weiter wachsen und ermitteln zu sehen. Ja, Freunde, das war's dann für das heutige Video und den heutigen Vlog. Wenn ihr in Zukunft gerne weitere solche Lese-Vlogs sehen möchtet, dann lasst mich sehr gerne wissen. Ich bin immer gespannt auf eure Rückmeldungen und was ihr auch wirklich gerne sehen möchtet.
Wenn ihr einen Vlog vom zweiten Band haben möchtet, dann lasst mich ebenfalls sehr gerne wissen. Das könnte ich auf jeden Fall tun, auch wenn ich dann wahrscheinlich nicht so viel ins Detail zur Geschichte gehen könnte, weil sonst gibt es wahrscheinlich Spoiler vom ersten Band. Aber ja, falls euch das interessieren würde, lasst mich gerne wissen. Und ja, ich wünsche euch nun einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Mittag, wann auch immer ihr das Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und wir sehen uns sehr bald wieder. Tschüss, liebe Freunde!